das Finale hat frisch begonnen hier in Fire Emblem Radiant Dawn, Leute. Willkommen wieder zurück. Das war eine richtig gute erste Runde, die wir hingelegt haben. Das hätte kaum besser laufen können. Und wir werden jetzt einfach fleißig weitermachen, wie es sich gehört, Leute. Direkt, let's go. Sanaki ist dran und wird hoffentlich ordentlich ausrasten. Oh, da hat jemand ein Kriegerschwert. Ganz schön üble Sache. So. Natürlich ist das nicht alles vom Finale, das kann man sich ja schon vorstellen. Aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, das ist ein sehr langes Finale in diesem Spiel. So, hier stelle ich mich so hin, das hat auch einen ganz besonderen Grund. Ich glaube nämlich, bald wird Lekain etwas Fieses machen. Und da brauche ich jetzt eine ganz spezielle Aufstellung, die uns ein bisschen schützt vor dem, was er davor hat. Das werdet ihr doch gleich alles erleben. So, hier könnte ich mit dir agieren. Ich würde aber ganz gerne eventuell auch mal jemanden heilen, nämlich zum Beispiel Ike da drüben. Ja, der braucht das. Hier, Ike. So, so machen wir das mit Nocturna hier. Das reicht ganz gut aus und wir können oben gleich mal weitermachen. Mit Titania und Elyntia. Die kümmern sich da ganz gut um die Gegner. Level up. Ah, Magie und Resistenz. Aber Resistenz brauchen wir noch. Die ist wichtig. Von daher alles okay. So, wir stellen dich genau dazwischen. Das ist voll in Ordnung so. Das gewährt uns ein bisschen Schutz vor einer heiklen Situation, die sich ergeben könnte. Und wir sollten alsbald jetzt zu dieser Mitte hier aufschließen. Das ist auch ziemlich wichtig. Hier mit erweiterter Resistenz. Oh, seht euch das an. Ich will jetzt Tarbos nicht überstrapazieren. Muss ich auch noch ein bisschen aufpassen. Aber es passt so, glaube ich, ganz gut. Ja, das machen wir mal so. Oskar wurde bisher noch recht verschont. Das ist schon echt krass. Er kann hier nur einen Schaden machen. Das ist halt wirklich diese Plattform hier. Exzellent. Muss man ausnutzen. Und wir machen einfach mal 39 pro Hit. Lol. Dieser Unterschied. Nebukati von hier aus. Hier wirkt euer Support noch gleich mal mit Fortuna drauf. Probieren wir mal. Immer wieder schön. Los geht's. Wer sagt's? Ein Crit und das war's auch. Ein schönes Set mit Fortuna. Immer wieder ganz gut. Mit massiver Trefferquote und dann auch kritischer Quote vor allem. So arbeitet man sich doch ganz gerne durch. Okay, hier würde ich auch ganz gerne mal die Seite wechseln, wenn das geht. Ich glaube, hier kann auch Kurt Nager einfach mal kurz uns helfen, oder? Es müsste eigentlich genug Schaden sein hier. Nee, nicht? Echt? Das reicht nicht aus. Wir werden sogar gedoppelt. Wow. Mensch, Kurt Nager, wenn du nur ein bisschen besser wärst, ich weiß auch nicht. Ist ja fast ein bisschen zu dramatisch, das Ganze hier. Ihr könnt beide gleich weit gehen, oder? Ja, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit könnte ich den da oben erledigen. Recht easy. Wie ist die Resistenz bei dir nochmal? 21. 29 bei dir ist besser. Wir haben aber Adept und Vorteil drinnen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die uns großartig was anhaben können. So, du kümmerst dich mal um den ein bisschen. Oh, kriegst eventuell massiven Schaden, aber ich habe ja nicht Soren umsonst dort stehen. Der kann sich auch ruhig mal nützlich machen gleich. Aber es reicht ja gar nicht ganz aus, so oder so. Dann sollte ich vielleicht einfach gleich mit Soren angreifen hier. Das spart mir dann den Ärger. Mit Rexcalibur oder vielleicht auch mal Thoran. Nee, Rexcalibur hat unsere feinen 100%, die wir wollen. Wobei ich sehe gerade, oben wäre es eigentlich allgemein klüger. Ich gehe einfach mit Soren. Ja, mit Soren hoch, genau. Das wird das Beste sein, so oder so. Ja, auf jeden Fall. Klar, machen wir auch gleich mal. Der Doppelbogen reicht hier aus. Wir haben einen schönen Support, den wir nutzen können. Perfekt. Haut sogar mit Adept drauf. Ja, die haben gefährliche Kriegerwaffen, da muss man sowieso ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Ritter bzw. Generäle werden sich hier auch nicht großartig bewegen, deswegen haben wir schön viel Spielraum. Mach so, Soren kommt auch gar nicht weit genug gleich. Dann könnte ich hier nochmal probieren. Du hast ja eine sehr massive Resistenz zumindest.
mit einem Purgativ von unten kann man hier auch anständig was bewirken. Also warum nicht? Vorbei. Tut mir leid. Das war wohl nichts. Ja, mit Purgativs werden die auch noch ordentlich aushelfen, so oder so. Das wird alles hier und da mal ein bisschen lästig. Aber wir können das auch tun. So, Leute. Um den hier würde ich mich ganz gerne kümmern. Vielleicht fliege ich auch mit der Lynch hier rüber. Ich glaube, auch Titania hat das alleine ganz gut unter Kontrolle. Müssen wir mal sehen. Leider kann ich dich nicht wirklich aufwecken gerade. Das nervt mich so ein bisschen. Ich könnte auch hier einfach mal hin mit dem Pesh Katz. Das sind halt immer zwei Hits hier. Da muss man vorsichtig sein. Aber das würde auch ganz gut funktionieren. Wäre eine Alternative, die sich anbieten würde zumindest. Oh, das ärgert mich richtig, dass er hier nicht so viel machen kann. Ich hätte halt wirklich damit gerechnet, er könnte mir noch ein bisschen aushelfen, aber... Puh, da bin ich an den Falschen gelangt diesbezüglich. Vielleicht fliege ich echt mal kurz rüber. Elinchia ist ja auch super robust gebaut einfach. Von daher bietet sich das eigentlich auch an. Denn auf die Silberstab-Axt hier, die ist ein bisschen gefährlicher. Tja, ist gerade einfach angebrachter, dass wir noch ein bisschen extra Support bekommen. Sehr gut. Damit ist doch schon mehr möglich. Das lobe ich mir schon eher. Ah, Basehart kann ich hier schlecht einsetzen. Naja, dann das Tonbokiri. Habe ich mir auch schön zusammengecraftet hier. In der Schmiede. Mit dieser massiven Resistenz. Da passiert nicht besonders viel, wie man sehen kann. Und alle kommen gut voran. Ich stelle dich mal ein Feld noch nach oben. Genauso machen wir das gleich mal. Aber ich gehe hier mit dem Peschkatz hin. Ach, wir können auch miteinander plaudern. Perfekt. Einigen Leuten vertraut man einfach automatisch. Ich spüre, zwischen uns herrscht großes Vertrauen. Wir müssen diesen Kampf überleben. Wir werden beide am Leben bleiben, ganz bestimmt. Du sagst es, Oscar. Pesh Katz, hau drauf. Weiter geht's. Wir müssen durchhalten. Sehr gut. So, Kurt Naga nach oben. Einfach nur hier für ein bisschen Unterstützung. Geht auch eigentlich nur um die Nachtwut. Oh Mann, jetzt ist da schon ein schwarzer Drache. Und er teilt echt nicht gut aus. Das ist so bitter. Das ist wirklich irgendwie schade. Da hofft man sich irgendwie einfach mehr. Ich könnte ja auch einfach das Aura-Beil benutzen, aber Urban hat natürlich hier auch die bessere... Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Das reicht um einen Punkt nicht aus. Das Bizarre daran ist, dass es dem geschuldet, dass es ein weiblicher Charakter ist. Denn ich glaube, sie hat einen Stärkepunkt weniger, maximal, den sie erreichen kann. Und genau das macht hier den Unterschied aus. Ja, nein. Was für ein gemeiner Unterschied. Sauerei. Wir müssen nur aufpassen, weil Arcus Don hat trotzdem noch eine Crit-Rate drinnen. Das kann schon mal heikel werden. Wir haben zwar auch sowas wie Sonne, um uns notfalls hochzuheilen, aber kann man sich halt auch nicht drauf verlassen. Okay, ich könnte gleich nach oben rennen, wenn ich möchte. Hier ist auch nur ein Silberschwert-Typ. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das kann man wirklich machen. Dann geht das hier ein bisschen schneller vonstatten. Ja, der erreicht zwar mit seinem Arcus Donner ein paar Leute. Das macht aber nichts. Schnell genug für Sandaki ist er sowieso nicht. Und er hält auch genug aus. Kein Thema. Trotzdem markiere ich ihn mir mal. Müssen nämlich wegen Race noch ein bisschen aufpassen. Der benutzt jetzt so oder so erstmal ein Lagus-Juwel. Dann bleibt da der Rest gar verwandelt. Und mehr brauche ich auch gar nicht. Sehen wir doch mal, was wird passieren. Erstmal heilt der Typ den da hoch, das ist nicht so schön. Und der heilt auch seinen Kollegen hier. Und da geht die Schlafsache weiter, oder? Nein, was? Ist jetzt nicht dein Ernst. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Ich habe zwar Heffer mit Reizen da, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass es auf Ziehhack funktioniert, auf die Distanz. Das ist erstaunlich. Ich
Ich meine, nicht unbedingt die Distanz ist das Problem, aber eher, ich meine, diese Ausweichrate und dann funktioniert das. Das ist schon echt verblüffend. Ja, Ei kriegt ein bisschen Schaden, ist okay. Wird wahrscheinlich gleich auch von dem Typen nochmal angegriffen. So wie ich das einschätze. Jetzt ist erstmal eine Fiend dran. Die sollte keine großen Probleme bekommen. Genau, geht wieder vorbei. Und sie aktiviert einfach mal den Pfahl. Kannst du natürlich auch machen. Hätte auch gereicht zu doppeln. Der Platz ist frei. Gleich kommen Magier. Natürlich. Aber einer muss im Nahkampf agieren, wenn er dich angreifen möchte. Dementsprechend kommen wir ganz gut wieder voran. Ach nö, da drüben ist noch ein Feld. Verdammt. Übersehen. Naja, egal. Ging schon wieder vorbei. Sehr gut. Und er geht natürlich auf ihn los. Den er, glaube ich, doppelt. Naja, hat jeweils 50%. Daneben schon mal, das ist doch gut. Oh, und Pavise hat gewirkt. Das habe ich ihm noch gegeben. Sehr gut. Gleich schon mal gut nutzbar gemacht. Oh, da kommt ein Thoron-Zauber. Aber das ging auch vorbei. Wie auch immer das funktioniert mit so einer Metallrüstung. Sie ist voll am Ausrasten. Kriegt auch wieder ein Level up, cool. Sehr schön. Noch ein bisschen Glück. Kann ja nicht schaden. Und hier wird Titania angegriffen. Hier haben wir ultra robuste Einheiten. Aber ich glaube, die stehen auch wieder auf speziellen Feldern. Oh, wir müssen echt aufpassen. Mittlerweile hat Titania doch gut was eingebüßt an Leben. Und es gibt noch mehr Verstärkung. So, deswegen habe ich die übrigens so aufgestellt. Der Erdsegen wirkt hier nämlich. Und das ist eine sehr schöne Sache. Und sie hat Inspiration. Was natürlich auch sehr nützlich ist. Im Prinzip kann ich jetzt aber relativ gnadenlos vorstürmen. Ja, hier sind Protego-Felder, seht ihr? Die geben 10 Defensive drauf. Ziemlich heftig, aber naja. Thoron kommt jetzt eh erstmal nicht so weit, deswegen gehe ich mit dir ein bisschen vor. Reicht ja auch wieder aus. Ich kann auch mit Thoron agieren, oder? Haben wir 100%? Ja, dann sollte ich Rexcalibur eigentlich raushauen, wobei... Na, Thoron brauche ich später noch ein bisschen. Das gibt noch einen Abschnitt, wo das dann ganz wichtig sein wird. Boah, Rexcalibur ist so schön animiert. Boah, das sieht so krass aus. Ich liebe einfach diese Endmagie in einem Spiel. Alles so schön animiert. Das sind richtig schöne Magieduelle. Hier auch mit Schein nochmal. Rums. Alter Schwede. Ich liebe es. Das sieht so großartig aus. Das sind schöne Zauberanimationen. Jedes Mal eine echte Pracht. So, wir benutzen einen Doppelbogen oder... Ja, klar. Hau raus. Doppelbogen. FTW. Gleich mit Adept. Nicht, dass es wichtig wäre. Wir sind ja weit genug weg. Ist schon schön, dass der Radiant Dornschütze auch so eine erweiterte Reichweite hat. Bisschen wie bei Gaiden. Nicht ganz so extrem, aber immerhin, ne? Einfach schön zu sehen. So, wenn wir uns ihn jetzt nähern, dann müsste er sich eigentlich wegteleportieren, glaube ich. Beziehungsweise ich sollte vorsichtig sein. Es könnte sein, dass er sich gleich zur Wehr setzt. Ich sollte eher auf Distanz noch agieren, solange ich die Möglichkeit habe. Wie sieht's hier eigentlich aus? Der Typ hat eine Silberaxt, aber ich kann mich mal um den Blizzard-Typen endlich kümmern. Wie viele Anwendungen hat er eigentlich noch? 3, okay, ja gut, dann sollten wir uns drum kümmern. Dann ist das auch sinnvoll. Dann schmeiß mal rüber. Das ist keine realistische Nachbildung. Da ist gar keine Ebene dazwischen, die das verbindet. Hm? Mi. Okay. Tja, wir könnten jetzt auf diesen Feldern hier stehen bleiben. Ich hab doch... Ja, ich hab Genesung. Hier hat niemand Erholung. Erneuerung habe ich hier, aber Erneuerung hatte halt eine RW von 1. Das ist das Problem. Ich müsste also rübergehen. Wobei, das kann ich kurz machen. Ich habe ja Raisin in der Nähe. Dann kann ich Ike jetzt erstmal wieder einsatzfähig machen. Das ist gar nicht so schlecht. So, Sanaki kann auch mal rüber. Kann aber leider nichts machen. Den Meteor, den will ich mir aufsparen für bessere Zeiten oder so. Nee, damit habe ich noch was Wichtiges vor, deswegen habe ich den auch dabei.
werdet ihr alles sehen zu gegebener Zeit. Mit Säuberung können wir theoretisch schon auch noch jemanden anschwächen, wenn wir möchten. Bringt uns gerade noch nicht so viel, leider. Aber ich glaube, ein paar Leute brauchen noch Heilung. Ike zum Beispiel, ja. Ist auf jeden Fall mit dabei, der braucht das. So, du kommst nicht weit genug, oder? Das kann dich auch niemand schubsen, das ist leider ausgeschlossen. Aber ich könnte mit dir hier hoch und mich um den hier mal kümmern mit einem Silberdolch. Hab auch relativ wenig zu befürchten, ja. Schöne Sache, mache ich. Weiter geht's. Zack. Vorbei. Sasofe muss auf jeden Fall noch trainieren, das ist eigentlich ziemlich wichtig. Der kann sich auch um die ganzen unschuldigen Priester kümmern, wenn er möchte. Ich glaube, er hat aktuell auch Elite dabei, deswegen. Sehr gut. Geschwindigkeit, ja. Er ist doch noch fleißig am Geschwindigkeitssammeln. Vielleicht wird das doch noch was. Normal sollten die ja eigentlich zu Ausweichtalenten werden. So, wenn ich hier hochgehe, habe ich andere Probleme. Ich muss vorsichtig sein. Wegen Erzsägern sollte ich mich eigentlich dann da dazwischen stellen oder so. Muss mal gucken. Jetzt aktiviere ich... Wobei, aktiviere ich das gleich so? Naja, ist auch am sinnvollsten, wenn ich das mache, ja. Ike ist natürlich auch gerade einsatzfähig. Ich muss auf jeden Fall mich dann hier dahinter stellen. Das ist noch ziemlich wichtig. Dass wir gleich dafür sorgen, dass es vorwärts geht. Wir haben hier ganz, ganz viele fiese Leute, die nur darauf warten, erledigt zu werden. Mit Kurt Nager kann ich wirklich an die Front sogar eigentlich. Gerade im Moment. Weil ich versperre danach wieder schön den Weg. Dann sollte das eigentlich ganz gut schaffbar sein. Los geht's. Dann hat er relativ wenig zu befürchten zumindest. So, wie sieht's aus? Alles gut soweit. Meine Sportsfreunde hier. So, Race hat einen massiven Range. Der ist absolut krass. Wie man sehen kann, jetzt noch im zweiten Schritt kann er sich ganz leicht in Sicherheit bringen, wenn er möchte. Ich gehe einfach mal darüber. Das gefällt mir gerade ganz gut. Das ist ein schöner Platz da. Kann man sich mal in Ruhe entspannen. Ganz angenehm. So, Erneuerung haben wir dabei. Das ist sehr wichtig. So, mit dir komme ich aber nicht weit genug gleich. Das habe ich schon gemeint, ja. Ja, für Erneuerung müssen wir so oder so nach oben. Bisschen doof, aber hey. Ich glaube, hier kann ich mit Tani erstmal den hier wegräumen, oder? Jo, auf jeden Fall. Ganz easy. Geht locker von der Hand. Schöne Sache, machen wir so. Los geht's. Eine Lichtkugel. Boom. Immer wieder schön zu beobachten. Eine kleine Bombe aus Licht. So, gleiches Ziehhack auch wieder einsatzfähig. Das ist mir auch ziemlich wichtig. Wenn es um Defensive geht, sollten wir das Ganze so machen. Ich will auf jeden Fall die Nachtwut hier mitnehmen. Das ist mir ziemlich wichtig noch. So, und mit dem Heffer-Support gleich sind wir da auch wieder ganz gut bedient. Ja, da wurde er auch getroffen. Aber seine Ausweichrate wird sich auch nochmal erhöhen, kein Thema. Gut. Weiter so, Oscar. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Alles, was ich brauche. Mehr verlange ich gar nicht. Dann wird aus dir noch eine fabelhafte Einheit. So, Ike als nächstes mit Ragnell hier. Natürlich wie immer etwas, was reibungslos funktionieren wird. Keine Frage, das macht er. Er ist schließlich Ike. Ike ist cool. Jeder mag Ike. Leute. Als nächstes können wir uns endlich mal um Ziehhack kümmern. So, geht's dem endlich wieder gut hier. Wurde auch Zeit. So, du bist defensiv genug. Dich können wir auch gleich nach vorne stellen. Mit Tavos weiterhin drauf bashen. Jo, machen wir so. Kein Thema. Wir haben nichts zu befürchten hier. So, eine massive Front. Sie könnte kaum besser sein. So, das Nebukati als nächstes. Vielleicht mit Fortuna wieder. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, oder?
gibt uns 40% Crit. Ich kann auch auf die Glücksklinge geben, dann geht das Ganze auf 70% hoch. Aber ein Crit würde nicht ausreichen, wobei 70%... Eigentlich kann ich das auch einfach mal so machen, ganz im Ernst. Ich habe mir die Glücksklinge ja nicht umsonst gecraftet. Die ist genau für sowas gut. Speziell für Fortuna. Ich sag's ja. Und trotz Waffendreiecksvorteil vom Gegner. 0% Trefferquote, ich sag's ja nur. Erd-Supports halt vom Feinsten wieder. Ich meine, das ist ein B-Support und es gibt plus 30%, also, ne? Das ist schon eine schöne Sache. Da kann man sich nicht beschweren, will ich mal meinen. Sehen wir diese blöden Glanztypen. Wir haben leider auch einen Schlaftyp mit dabei. Wer von euch ist denn der Stärkste, hä? Alle nicht besonders gut eigentlich. Auf jeden Fall kümmere ich mich jetzt um dich hier. Haben wir auch irgendwelche besonderen... Ach, das sind Magiebälle. Dann sollte ich mich da sogar direkt hinstellen. Oh, wie nett. Sehr gut. Freut mich. Dann hauen wir mit Amiti drauf. Um den kümmern wir uns um 0, nichts. Und Heffer kann gleich nach oben marschieren. Und sich um einen der Schlaftypen kümmern. Das ist ja eins der größten Probleme immer. Aber im Magiewahl kann uns wenig passieren. Logischerweise. Ich stelle mich mal hier hin. Damit hier niemand drüben angreift. Hat zwar Rest 30, aber ja. So, Peschkatz. Bleiben wir noch beim Peschkatz? Joa. Machen wir so. Alle mit 0%, bitte. Hey, warte, ich hätte den Schlafstab... Nee, du hast ihn ausgerüstet, passt schon. Noch mit Verderben, das ist gar nicht notwendig, aber... Ist okay. Er will sich wehren mit dem Schlafstab. Oh nein, wie schrecklich. Das war's mit dir, Freundchen. Puh, ein Schlaftyp weniger ist immer eine Erleichterung, wie gesagt. Na, kriegen wir noch irgendwas? Ein Fähigkeitspunkt, da kann ja auch nicht mehr viel passieren bei ihr. Oh, Fähigkeit ist auch gemaxt. Wunderbar. Tja, gibt ja nicht mehr viel, was passieren kann. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen die Leute hier markieren. Nicht, dass jetzt jemand zu Sanaki runterkommt, aber Sanaki hat ja nichts zu befürchten. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Stopp, wir bleiben hier in der Nähe. Ach, warte mal, Mikaya ist aber wichtiger. Deswegen boxe ich dich mal rüber. Es geht nur um was ganz Spezielles, was Lekain machen kann. Ich weiß nicht, wann das tut. Aber wenn das tut, wird das extrem nervtöten. Das kann ich gleich sagen. Warte mal, das Aura-Beil? Nee. Ja, ärgerlich. Ich muss hier im Nahkampf agieren. Ich kann danach aber mal kurz wegreiten. Das wird auch, glaube ich, ganz sinnvoll sein. Oder warte mal, oben ist doch ein Protego. Stimmt, das stelle ich auf ein Protego-Feld. Das ist ja noch besser. Das heißt, ich habe plus 10 Defensive. Dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Ist die Frage, ob irgendwer von denen noch Distanzwaffen hat. Kriegen wir auch noch irgendwas Schönes draufgerechnet? Ja, allerdings. Da steigen die Werte für Titania. Einer hat eine Mistralklinge, einer hat einen Tomahawk. Das sind unschöne Sachen. 45, 47. Wir kriegen plus 10 angerechnet, wie gesagt. Ja gut, so gesehen ist das Protego-Feld vielleicht sogar ganz sinnvoll gerade. Aber ich kann mich eigentlich nicht großartig wehren. Warum sollte ich mich draufstellen? Weil die bewegen sich eh nicht, das weiß ich. So. Tahaha, wärmt euch in meinem Glanz. Ich wusste, er tut das. Oh nein. Ja, Stummheit für alle. Alle. Das ist eine schöne Sache, oder? Da freut man sich doch. Oh Gott, oh Gott. Und er will Lynch ja einschläfern, aber es schlug fehl. Gut. Sehr gut. Oh, er geht auf Ziehhag los. Ist auch nicht so schlimm. Mit einem Glanz. Treffer 10, Schaden 12. Vorbei. Ach ja, oben ist noch eine Schatzkiste. Die sollten wir uns auch noch schnappen. Kommt mir gerade so. Was da wohl drinnen ist, ne? Man kann sich schon vorstellen, dass es etwas sehr Gutes sein muss. Oh ja. Das ist es allerdings. Ah, sieh mal einer an. Er greift Heffer an. Probier dein Glück. Aber es wird nicht funktionieren. Na, oh, noch mehr Verstärkung. Ach ja, stimmt ja. Wir haben dann immer noch unseren tollen Stab equipped. Titania heilt sich entsprechend. Ach so, du wurdest sowieso nicht tangiert. Interessant. Ich habe sie nämlich deswegen extra eben hier neben Erdsiegen gestellt. Das ist eben die Fähigkeit, die dafür sorgt, dass wir regenerieren.
was ganz nett ist. So, ich könnte auch gleich mal mit einer Säuberung noch was machen, wenn ich möchte. Oder? Ich glaube nicht, der ist angeschwächt genug. Nee, ist er nicht. Ah, wie bitter. Man wünscht es sich ja regelmäßig, aber naja. Wobei, wir könnten uns eigentlich weit genug vorwagen, um Lekain auszuschalten, oder? Können wir ihn schon ausschalten? Ich kann hier halt auf Distanz angreifen mit dem Doppelbogen, oder? Ja, das bedeutet, ich müsste mit einer Fiene... Muss ich eigentlich gar nicht um den hier kümmern. Ist eigentlich gar nicht notwendig. Wartet mal. Ich mache das erstmal so, dass ich mich um den hier kurz kümmere. Denn mit dem Doppelbogen kann ich auf Lekain gehen und er kann nicht kontern. Das ist das Schöne. Das heißt, wir können ziemlich böse sein zu ihm. Vor allem, Shinon hat halt ein echt gutes Skillset. Wenn wir Glück haben und es triggert, sind wir diesen Boss in 0, nichts los von der Position aus. Ja, 100% von hier aus mit der Trefferquote noch dazu. Dann kann der Typ zumindest keine fiesen Tricks mehr auspacken. Dann machen wir das doch so. Es gibt zwar noch viele besondere Dialoge, glaube ich, auch mit ihm, aber naja. Aber es passiert sowieso nicht mehr, also von daher... Vielleicht lösen wir noch einen aus. Jetzt müssen wir nur mit irgendeiner Einheit eigentlich hochkommen und dann passt auch alles. Sie hat passieren, sie kann ihn auch ausschalten, wenn wir möchten. Was ist unsere beste Möglichkeit? Wahrscheinlich kannst du noch am meisten auszahlen, oder? Ich habe auch solche Späße wie Nosferatu und so mit dabei. Du kannst sie bestimmt schubsen, oder? Ihr könnt auch reden. Laura, ich hoffe, es geht euch gut. Oh, welch eine Freude. Der Segen und Schutz der Göttin sei mit uns. Klonk. Mach das mal, ja genau. Da kann ich mit Nosferatu daran. Oder auch mit Glanz. Nee, man benutzt Nosferatu, oder? Das ist eigentlich egal. Nosferatu haben wir, glaube ich, noch gar nicht großartig im Einsatz gesehen. Dann machen wir das. Außerdem habe ich ein zweites Nosferatu im Vorrat. Und nochmal. Das Schöne ist, dass Nosferatu hier richtig stark ist. In Radiant Dawn kriegt man nämlich die volle Anzahl an Lebenspunkten durch Nosferatu. Und nicht nur die Hälfte. Also ein ziemlich krasser Spell. Huiuiuiuiui. Ja, es gibt doch Leute, die behaupten, Laura sei eine schlechte Einheit. Ich kann das nicht nachvollziehen. Vor allem, weil wir sie echt nicht großartig auch bevorzugt haben. Sie hat eigentlich nur... Ja, ich meine, sie hat eine frühzeitige Entwicklung hinlegen müssen sogar. Und trotzdem kann sie so exzellent aufschließen. Ich sag's ja immer wieder. Ah, ist das bitter hier. Ich wünschte wirklich, du könntest mehr machen. Das schockiert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Naja, wir kümmern uns jetzt erstmal um den hier. Schalten wir Lekain aus. Das wäre ganz cool. Vor allem, wenn das Feld frei ist, dann kann ich einfach mit Heffer mal kurz hin und Diebstahl machen. Und die steht dann so, dass sie gleich von 4 Leuten angegriffen wird. Vielleicht triggert sie Verderben. Und schon sind wir wieder ein Stückchen weiter in diesem Kapitel. Bleib mal hier. Ja, doch, passt. Warte mal, Amity ist bestimmt auch richtig krass, oder? Hier. Na, nee, überhaupt nicht. Ich dachte irgendwie, es wäre schlimmer. Aha. Oh Gott, diese Typen halten vielleicht was aus, ne? Aber du hast wahrscheinlich noch eine ganz gute Chance, mit dem Nebukati hier auf Fortuna zumindest durchzukommen. Wenn wir es drauf anlegen. Blizzard kann ich aktuell leider bei Soren unten nicht nutzen. Das ist ein bisschen schade. Egal. Wir probieren das jetzt mal so. Ich glaube, er hat eine Genesung dabei. Ah, sogar Astra. Krass. Zack. 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 Und nochmal ein Schlag. Das war natürlich ideal. Das hätte nicht besser laufen können. Das heißt, jetzt ist Lekain erreichbar. Wartet mal, wie gut ist Tiag jetzt? Hat er nicht auch wieder was gemaxt? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Hat er gerade irgendwas gemaxt? Ich glaube Glück, oder? Geschwindigkeit kann noch 4 Punkte steigen und ich glaube Stärke nur noch einen oder so, aber Rest auch nur noch 1-2 Punkte maximal. Also alles im besten Bereich. Ich könnte ihn jetzt damit ausschalten. Was gäbe es sonst noch für coole Optionen? Ich überlege nur gerade, wer noch besondere Dialoge hat. Ich glaube Mikaya auf jeden Fall. Aber Mikaya hat jetzt hier nur die Säuberung. Ich glaube nicht, dass die klappt, oder? Die macht wahrscheinlich zu wenig. Nee, die reicht. Echt? Ich kann mit 100% den ausschalten auf Distanz. Lol, dann machen wir das. Ist ja super lustig. Zudem ich hier gerade einen echt guten Stand habe.
Das wäre ja das sogenannte Mädchen des Silberlichts, dunkle Göttin und zugleich der Eins-General. Für ich weiß keinen Grund, der deine Existenz auf dieser Welt rechtfertigt. Likain, Herzog Gados, eure Ungerechtigkeit hat mein Volk zerrüttet und es in einen sinnlosen Krieg gezerrt. Wie könnt ihr mit eurer Schuld leben? Schuld? Erzähl mir nichts von Schuld, Kind da eins. Hättest du verstanden, dass ich auf der Seite höherer Wesen stehe, dann stündest du jetzt vielleicht neben mir. Eure Wahnvorstellungen können nicht den Blick auf eure verdorbene Seele verhindern. Gebt mir jetzt die Schriftrolle. Unverschämtes Gör. Tja, du findest jetzt ein Ende, tut mir leid. Bitte auf Distanz. Das kann nicht sein. Ich wurde auserwählt. Ah, da ist er erledigt. Tja, das hat er jetzt davon, auserwählt zu sein. Tja, dass ich nicht lache. Da gehört auch viel dazu. Oh, Rex-Aura kriegen wir auch gleich. Ist bei dir gerade im guten Besitz? Naja, mehr als Tani und Säuberung machen wir wahrscheinlich eh nicht. Behalt's ruhig mal. Du kannst es zwar noch nicht benutzen. Okay, ich glaube, du wirst es auch gar nicht benutzen können. Laura hätte das Potenzial, es eventuell mal eines Tages zu können. So, du gehst mal kurz dahin, bitte. Ganz geschwind, mit Werbegesang. Dann krallt sich Heffer oben mal die Schatzkiste, dass wir das nicht verpassen. Das wäre ein bisschen unschön. So, nö, stoßen oder so brauche ich ja auch nicht. Ich kann mich eventuell um den gleich noch ein bisschen kümmern hier. Ja, das müsste eigentlich zusammen mit dir noch gehen, oder? Dann können wir auch ein bisschen noch austeilen. Ja, dann kümmern wir uns erstmal jetzt um die hier. Die sind nämlich auch noch ein bisschen lästig. Tavos reicht voll und ganz aus. Ich kann auch einfach einen Hammer auspacken, ja. Hau mit einem Hammer drauf. Ich habe einen Hammer dabei. Aber sowas von... Ist ja richtig nett. Also mit einem Hammer geht natürlich alles. Immer wieder schön. Ob der noch was kriegt, ist fraglich. Ein Verteidigungspunkt, okay. Aber ich glaube nicht, dass er Verteidigung maxt. Stärke könnte er noch maxen. Da hat er eine sehr, sehr hohe Chance. Ah ja, ich kann auch mit dir gleich nach vorne. Da gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten, was wir alles tun können. Ich glaube, neben dir... Ach stimmt, die Zusatzstärke macht uns ja flinker, richtig. Klar. Macht aber keinen großen Unterschied oder so. 21 hier, 20 da. Lass doch mal sehen, mit 21, wie viel machst du? 18. Das ist zu wenig. Auf 30 haue ich ihn runter. Da ist sogar noch weniger. Aber ich glaube, mit Tani geht's. Also sie müsste flink genug sein, ja. Da können wir zusammenarbeiten. Das ist kein Problem. Dann machen wir das doch auch. Ist doch ganz schön. Leider nach wie vor kein Schein. Das wäre auch mal ganz nett gewesen. Aber somit sind auf jeden Fall die hier dann erstmal ausradiert. Das ist auch ziemlich nützlich. Und du solltest auf jeden Fall auf so einem Feld auch stehen, glaube ich. Ah, oh, das reicht nicht ganz, echt. Ich hätte jetzt echt gedacht, das würde reichen. Oh Mann, ey. Egal, dann stellst du dich dahin mit Cymbeline. Können wir auch mit 100% immerhin draufhauen. Das reicht auch aus, natürlich. Ganz klar. Na dann. All diese Pflichtcharaktere. Und ich hätte so gerne noch ein paar eventuell ausgetauscht sogar, aber... Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dieser Finalwahl. Und ich glaube, sie ist auch durchaus ungewöhnlich in einigen Punkten. Ich glaube, der ungewöhnlichste Charakter ist wirklich Heffer, weil sie einfach komplett unterschätzt wird. Ich schwöre auf diesen Charakter. Punkt. Kann man mir sagen, was man will, aber der hat sich jetzt schon so bezahlt gemacht in so vielen Punkten. Das ist echt erstaunlich. So, hier gleich wieder weiter mit Alyncia. Das ergibt sogar einen relativ flotten Abschluss für den ersten Teil, glaube ich, witzigerweise. Ja, das ist wirklich relativ schnell dann eigentlich so. Also es könnte deutlich schlimmer sein. Hier und da ein paar schöne Fähigkeitstrigger und dann läuft das natürlich, klar. Logisch. Wir können hier auch gleich mal nach oben mit ihr noch. Dann fängt sie noch ein bisschen was ab. Ach, Ike ist ja auch noch da zum Beispiel. Ach, stimmt ja. Klar. Ja, ist doch alles klasse. Was will man mehr? Ich glaube, hier hat einer einen Purgativ, oder? Nee, er hat auch Glanz. Wir haben alle nur Glanz dabei. Aber wenn wir hier stehen, passiert uns sowieso nichts, also. Kümmert mich das? Nö. Alles klar, Leute. Glanz für null Schaden. Oh, tut mir leid.
So, und du stellst dich jetzt einfach dahin. Du equippst das. Ach so, du. Oh, da kann sie kann eine Mixtur stehlen, lol. Naja, in der Runde kommen wir technisch gesehen sowieso noch nicht durch. Weißt du was? Dann klau dir die Mixtur, so. Alles klar, lol. Es gibt doch immer wieder mal Überraschungen. So, Soren, mit dir haben wir nichts gemacht. Er kann einfach eine Genesung benutzen. Der Typ hat 43 Angriff. Wir haben Def 17. Sonst hat er nichts. Also, die Genesung müsste doch normalerweise gegen Stummheit auch helfen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich lasse trotzdem das mal so. Ich will das jetzt mal wissen. Also, Genesung ist schon auch... Ja, doch. Okay, da hatte ich da recht. Sehr gut. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber wenn das so ist, ist das ja ganz, ganz toll. Och nö, das reicht nicht ganz wirklich. Unverschämtheit. Aber ist auch egal. Er kann auch maximal 5 Schadenspunkte machen und das kümmert eigentlich wirklich. Na los, beeil dich, Typ. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Zack. Nur für einen lausigen Punkt hier. So, sie steht natürlich auch noch hier rum. Wie lange hat er noch? Okay, er hat 3 Runden Stille. Ach, stimmt ja. Und Sofa ist ja auch schon einsatzfähig. Sofa, ich weiß nicht, wie es aussieht. 22%, 42%. Wobei, ich kann mit Titania ihn hier angreifen, ohne Probleme, glaube ich. Oh, das würde ihn sogar erledigen. Ich will mal wissen, ob er bei Sofa noch irgendwas auslöst, irgendeine Konversation. Ja, aber dann benutzt Nocturna noch 2 von mir aus. Für meinen Anteil an diesen bösen Taten gibt es keine Vergebung. Die Rettung wird mir und meiner befleckten Seele versagt bleiben. Meine Qual wird ewig dauern. Ja, Hetzel bereut anscheinend recht deutlich, was er getan hat. Irgendwie interessant. Aber das hilft ihm leider auch nicht in der Situation. Ja, für die Erfahrungspunkte war es jetzt sowieso klüger, das Ganze so zu managen. Und damit gibt es jetzt auch nicht mehr besonders viel. Der eine wird wahrscheinlich gleich auf Valencia losgehen. Zack. Das war es auch mit Hetzel. Ist er auch erledigt. Damit sind die beiden Boss-Charaktere schon weg. Rette mich, meine Göttin, Hilfe! Tja, das war's. Gegnerzug. Natürlich auf Heffer erstmal. Da hauen sie jetzt kräftig drauf, aber 0%. Wie zu erwarten. Die traurige Wahrheit eben. Leider kein Verderben, das wäre cool gewesen. Macht aber auch nichts. Da stehen noch genug Leute rum. Diese lästigen Protego-Felder hier, das ist schon ganz schön störend. Vorbei, tut mir leid. Na, immer noch kein Verderben. Ärgerlich. Sehr gut, er geht auf Lynch hier, wie geplant. Ja, leider können wir auch nicht so viel Schaden machen. Immerhin greifen wir wahrscheinlich wieder 4 an. Und Starre ist jetzt auch ganz ordentlich. Damit machen wir dann doch mal ganz gut Schaden. Ja, du kannst es auch mehrmals aktivieren, klar. Dann machen wir sogar sehr gut Schaden. 3 in Folge, okay. Gut, das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Ist cool. Elincia geht voll und ganz ab. Und wir natürlich auch weiterhin ganz kräftig hier. Schreiten wir tatkräftig voran. Kümmern uns um den Rest. Hier mit dem Doppelbogen können wir ganz gut auf jeden Fall uns noch zur Wehr setzen, zum Beispiel. Wie viel haben wir hier noch auf, Blizzard haben wir 3 Anwendungen, okay. Ja. Jetzt müssen wir nochmal kurz sehen, wie wir hier vorankommen am besten. Ich glaube, du doppelst den hier, richtig? Ja, das habe ich vorhin nämlich gesehen. Dann ist das auch gerade unsere beste Wahl für diesen Charakter. Dann machen wir das so. So. Der war eh schon die ganze Zeit gesilenced. Jetzt ist es Zeit, dass er gar abkratzt. Und nochmal Tani. Zack. So einfach kann's gehen, Leute. Level up. 1 KP. Schön. So, du kannst ja sowieso eigentlich nicht so viel anstellen. Aber ich glaube, Sofa kann noch weniger anstellen, ne? Okay. Das ist nahezu aussichtslos bei dir. Das ist schon echt dramatisch, wie wenig das ist. Ja gut, ich benutze das mal kurz Amiti. Das taugt erstmal. Ich muss mal schauen, dass ich unten eventuell gleich für Race ein paar Leute zusammenstelle. Dass wir wieder schön 4 Leute besingen können. Mal sehen, was sich da eventuell ergibt.
Ja, da stehen auch schon zwei eigentlich ganz gut zusammen hier. Machen wir das mal kurz so. Und du hier mit Nosferatu eventuell erstmal. Ist nicht so effektiv. Das hält sich auch an Grenzen. Ein bisschen schade. Ach, Moment, hier ist doch Ike. Ike, los geht's. Das funktioniert auf jeden Fall. Mit Ike geht immer was. Gut, das reicht aus, um ihn zu erledigen. Was fehlt uns noch? Müssen wir noch jemanden heilen oder so? Ich denke nicht. Er ist ja wieder einsatzfähig zum Beispiel. Wie sieht es eigentlich mit Nefin aus? Ich könnte auch so einfach mal draufhauen, wenn ich möchte. Ach was, probieren wir es doch mal. Denn wenn sie ihn fällt, dann haben wir gleich zwei Positionen, um den einen anzugreifen. Ich will ja noch die Truhe, wie gesagt, auch öffnen. Das wäre ganz schön. Vorbei, tut mir leid. Ach, ärgerlich, schade. Wäre eben eine ganz nette Gelegenheit gewesen, das zu tun. Aber gut, dann greifen wir den jetzt nochmal mit dem Doppelbogen an. Dann hat sich das auch. Und ich glaube, dass Soren oben auch fantastisch aufräumen kann. Adept ist unnötig, aber egal. Zeig, was du kannst. Level up. Jo, das sah doch nochmal richtig ordentlich. Lässt es auch nochmal krachen. Ja, sehr, sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. Ja, Rex Calibur reicht definitiv aus. Wir können auch Thoron draufhauen. Dann benutzen wir doch Thoron. Auch eine nette Angelegenheit. Mit Adept. Ja, die Thoron-Animation ist schon auch recht schick hier. So ein richtig krasses Blitzgewitter. Was hier entladen wird. Und wir können uns die Truhe schnappen und das ist Matrona, ein Stab. Und dieser Stab ist wirklich mächtig. Stab, der die KP einer entfernten Einheit wiederherstellt, sowie deren Biorhythmus auf Maximum setzt. Na, wenn das mal nicht toll ist, weiß ich auch nicht. Das ist doch ein schickes Teil, will ich meinen. Wir sind ja ganz gut vorangekommen bisher jetzt. Das läuft teilweise sogar, wie gesagt, etwas besser als geplant. Ja, du kannst hier mit Urban auf jeden Fall mal ein bisschen noch aufräumen, oder? Ich hau jetzt erstmal auf den hier. Mal sehen, kann Titania eventuell noch runterreiten? Hat die noch genug Reichweite? Ich glaube fast nicht, aber ich kann mal sehen. Vielleicht ist es gerade so drin, das wäre ziemlich cool. Nee, das schafft sie nicht. Ich renne einfach mal dahin. Und Sofie kümmert sich mal um den hier mit dem Silberdolch, oder? Ja, das reicht aus, klar. Gut, Leute. Es sind so wenig Einheiten nur noch. Und normalerweise kann hier noch viel mehr abgehen, aber wir sind einfach sehr schnell vorangekommen. Gut, sehr gut. Ja, so allmählich holt er auch ein bisschen auf. Ah, sehr gut. Hat er jetzt S Plus endlich? Ja, das wurde auch Zeit. Stärke und Glück hat er maximiert. Das ist doch cool eigentlich. Damit kann er sogar einigermaßen sinnvoll austeilen. Immer noch 40 mit einem Silberdolch ist doch ganz schön als Wert. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann müssten wir eigentlich fertig werden, oder? Oscar kommt hier so eh nicht durch. Das heißt, ich muss mich um den hier kümmern. Und dann können die anderen durchlaufen. Und dann haben wir es eigentlich. So wie das aussieht. Wir müssen ja nur alle Gegner besiegen. Mehr ist es nicht. Ganz easy. So, hier nochmal mit der schönen geschmiedeten Lanze drauf. Er zeigt auch nochmal, was in ihm steckt mit Sonne. Damit er ja nochmal schön alle KP auffüllt. Gut, sehr gut. Es freut mich vor allem, dass momentan die ganzen Level-Ups so fantastisch sind. Geschwindigkeit und Glück hat er gemaxt. Sehr gut. So, wir kommen auf jeden Fall locker darüber. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Aber ich kann mich, glaube ich, um den hier auch so kümmern. Ja, das reicht aus. Das heißt auch, dass ich mit Tavos zum Beispiel rüberrennen kann. Was auch super gut ist.
Dann haben wir auf jeden Fall genug Leute, um mit allen fertig zu werden. In dieser Runde noch. So. Mein lieber Typ mit dem Nebukati. Möchtest du draufhauen? Probier's. Immer wieder prächtig. Und gleich wieder Adept mit Triggern. Da braucht's gar keinen Crit. Nachtfood brauche ich oben auch gar nicht großartig. Ach, er hat eh einen Hammer dabei. Oh, stimmt ja. Er hatte ja den Hammer. Oh. Das ist natürlich hart. Mit Kolossus, oh mein Gott. Massenvernichtung. Bam. Wie viel Schaden wäre das theoretisch? Oh Gott. Auf jeden Fall verdammt viel. Okay, das ist der letzte. Aber zwecks Erfahrungspunkte machen wir das hier nochmal ganz kurz. Einfach für alle nochmal kurz irgendeinen Stab benutzen. Das eignet sich gerade nämlich ganz hervorragend. Ich glaube, du hast zum Beispiel Erneuerungen dabei. Ach Quatsch. Auf dich muss ich praktisch setzen noch. Nee, warte mal. Mikaya, das ist eigentlich egal. Braucht beide Training. Aber du hast Tani dabei und das hat zu 100% eine Chance. Ja, ja, genau. Das ist das Einzige, was sozusagen wichtig ist. Okay. Nö, das machen wir so. Das bietet sich einfach an. Die Erfahrung wollen wir auf jeden Fall rausholen. Wenn möglich. Gut, Ike kann ja nicht mehr viel machen. Nö. Leute, der erste Teil des Finales endet mit diesem Kampf hier. Ein Tani und das war's. Wir müssten alle haben. Und haben auf der Karte auch soweit alles, was wir kriegen können. Cool. Es ist soweit, Leute. Woo. Mikaya, ich hab ihn. Ich hab ihn Lekains starren Fingern entwunden. Es ist der echte Blutpakt. Endlich haben wir ihn. Nach allem, was da ein wegen dieser verflixten Schrift erleiden musste. Ich weiß, aber mit ihr können wir endlich da einen von seinem Fluch befreien. Na los, Mikaya, du weißt, was zu tun ist. Das weiß ich. Yes, endlich. Puh. Der Blutpakt ist aufgelöst. Und damit auch das Leid von da ein, mehr oder weniger. Ein wichtiger Moment. Das wär's. Was für eine Befreiung. Jetzt muss niemand mehr sterben. Was für ein Segen. O Peleas. Hey! Mikaya, ist noch ein Pakt. Lekain hatte zwei von ihnen bei sich. Was soll das denn? Oh, den werde ich an mich nehmen. Kaiserin Sanaki? Ich habe versprochen, ihn seinem wahren Besitzer zurückzugeben. Dem König der Raben, Nesala. Dieser Pakt zwang ihn, Lekain zu dienen. Und so musste er sich gegen seine Verbündeten wenden. Also war auch Kilvas bedroht? Ja, der Verrat Lekains war grenzenlos. Aber jetzt ist es endlich vorbei. Ich bin wirklich sehr froh für alle Beteiligten. Es geht mir genauso. Ich will ja nicht negativ klingen, aber wenn wir die anderen nicht aus der Versteinerung befreien, wird unsere ganze Freiheit ziemlich sinnlos sein. Wahre Worte, wir dürfen nicht aufhören, bis nicht jeder befreit ist. Kommt, die Göttin erwartet uns. So ist es. Lekain, schwer zu glauben, wie die verzerrte Wahrnehmung eines wahnsinnigen Verräters ein ganzes Volk derart verderben kann. Hohepriesterin, geht's euch gut? Du nennst mich ja immer noch Hohepriesterin. Ich denke, diese Zeiten sind vorbei, Ike. Wie sollte ich euch dann nennen? Sanaki? Wie unhöflich, du hast kein Recht, mich auf so vertraute Weise anzusprechen. Bitte nenn mich Kaiserin. Verstanden, Kaiserin. Das musst du nicht so steif sagen. Sei mal ein bisschen locker. Oh, jetzt hör aber auf. Ihr Wesen seid schon ziemlich zäh gebaut. Ich glaube, das Mädchen dort braucht die Stimme der Göttin gar nicht, oder? June, für eine Göttin seid ihr aber auch recht seltsam. Ihr scheint fast glücklich, dass ihr hier nicht unbedingt benötigt werdet. Ike, nur eines zeichnet alles Leben auf der Welt aus. Nichts kann es daran hindern, sich zu verändern. Manchmal tun Leute Dinge, die selbst die höchsten Gottheiten sich nicht hätten vorstellen können. Das macht mich traurig, aber es macht mich zur gleichen Zeit auch sehr glücklich. Wahrscheinlich mag ich Leute deswegen so. Es gibt einige Veränderungen, die Göttinnen weder vorherbestimmen noch kontrollieren können. Vielleicht nahm Ashera uns das übel. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass Ashera Beorg und Lagus beide sehr liebte. Ich bin mir dessen sehr sicher. Oh, ach, wir kriegen doch noch Bonuserfahrung. Oh, habe ich mich also doch geirrt? Ich war mir gar nicht mehr sicher.
Na gut, okay, das nehme ich gern an. Wahrscheinlich voller Rundenbonus, so schnell wie das jetzt lief. Sieht auch so aus. Ein bisschen unerwartet schnell, muss ich wirklich sagen. Aber sehr, sehr schön. Wunderbar, Leute. Tja, es geht mit, ja, schnellen Schritten voran, würde ich sagen. Das nächste Kapitel wird einen Kampf beinhalten, auf den wir alle schon lange gewartet haben, Leute. Das wird super. Ja, ihr seht schon, selbst das Finale splittet sich nochmal. Ich nenne das Finale deswegen ganz gerne Teil 5. Ich weiß auch nicht, für mich ergibt das am meisten Sinn, da das Finale eben wirklich einige Kapitel beinhaltet. Und das war erst der Anfang. Aber ihr werdet sehen, auf wen werden wir noch alles stoßen. Es bleibt spannend. Das war ja nur der Beginn sozusagen. Insofern, Leute, freut euch auf das, was noch folgt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Radiant Dawn.